Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung königlichen Wissens. Ich mache weiter mit meiner Berichterstattung vom Weltcup in Baku. Dritter Tag stand an, der Tiebreak stand an. Bedeutet, bei allen Matches, die nach den ersten beiden Tagen unentschieden waren, ging es in einen Tiebreak. Waren jetzt nicht aus deutscher Sicht so wahnsinnig viele interessante Matches dabei, um genau zu sein, gar keins. Und deswegen gehe ich noch auf ein Match ein für meine österreichischen Freunde. Alle deutschen Spieler, hatte ich ja gestern gesagt, qualifiziert für die zweite Runde, teilweise durch Freilos, Vincent Keimer, Donchenko und Blübaum, Elisabeth Petz bei den Frauen, alle anderen haben sich durchgesetzt. Bei den Österreichern sind drei Spieler dabei, Markus Ragger, die Nummer 1, ist er überhaupt die Nummer 1 noch? Ich glaube schon, Valentin Dragnev und Felix Bloberger. Markus Ragger hat es geschafft, im Tiebreak sich durchzusetzen, ganz knapp, Dragnev hat es auch geschafft, sich durchzusetzen. Und jetzt schauen wir uns an, was Felix Bloberger gemacht hat. Allerdings, er spielte gegen einen griechischen Großmeister, den ich sehr gut kenne, Dimitrios Mastrovassilis, 40 Jahre alt. Mein Gott, der ist auch schon alt. Und den kenne ich schon seit 24 Jahren. Das heißt, er war dann 16, als ich damals gegen ihn gespielt habe. Habe ich damals schon verloren, als er 16 war. Ja, Riesentalent. Er hat einen Bruder, der ist auch Großmeister, Thanasis Mastrovassilis. Und ja, beide Großmeister, beide Schachprofis. Er ist die Nummer 234 der Welt. Bloberger mit 20 Jahren die Nummer 516 der Welt. 20 Jahre, sehr, sehr jung. Ja. Und was wollte ich noch sagen? Genau, ich kommentiere übrigens live die dritte Runde, die zweite Runde am Mittwoch ab 13 Uhr. Auf Chess24, den Kanälen auf Twitch und YouTube. Chess24/chess.com, die gehören ja zusammen inzwischen. Und schaltet gerne ein, dann mit Vincent Keimer, ne? Der steigt ein ins Turnier. Ich zeige am Ende des Videos nochmal den Turnierbaum. Da werden wir sehen, wer so alles dabei ist und wann Magnus Carlsen gegen Vincent Keimer spielen wird. So, jetzt aber die Partie hier zwischen Mastrovassilis und Bloberg. Das ging übrigens in den Tiebreak, volle Distanz. Das waren 6 Partien insgesamt. Ich zeige aber die allererste Partie. Die allererste Partie, denn die ist sehr lehrreich aus verschiedener Hinsicht. Ich habe die auch live kommentiert und da ist mir schon einiges aufgefallen. E4, E5, Springer F3, Springer C6, D4. Schottisch. ED4, Springer D4. Soweit so gut. Hier gibt es zwei Hauptzüge. Das sind Springer F6, Läufer C5. Jetzt lernt ihr ein bisschen was auch über Schottisch. Hier spielt Bloberger Dame F6. Ein früher Damenausflug mit dem Angriff auf den Springer auf D4. Dieser Zug ist wirklich sehr interessant. Den habe ich sogar vor kurzem analysiert. Ich zeige euch, was ich analysiert habe letztens. Läufer C5, Springer B3. Das ist die Variante, die ich analysiert habe. Ich habe das auch auf Patreon veröffentlicht als Eröffnungsvideo mit PGN-Datei. Da haben allerdings nur Leute Zugriff auf Patreon, die mich unterstützen. Das ist hier Level 3 auf Patreon. Das habe ich analysiert und da ist mir aufgefallen, dass dieses Dame F6 gar nicht so blöd ist. Es verhindert natürlich diese Springer B3-Variante. Gut, das ist nicht die Hauptvariante. Und jetzt möchte Weiß vielleicht, wenn der Läufer E3 spielt, den decken, dann kommt Läufer C5, C3. Und das ist über Zugumstellung eine Hauptvariante und die will Weiß vielleicht gar nicht spielen. Sehr interessant. Also man umgeht einige Varianten mit Schwarz. Aber man lässt hier einige Varianten, ganz andere Varianten zu. Zum Beispiel Springer B5 finde ich hier sehr interessant mit der Idee Springer schlägt C7. Hier spielt man Läufer C5 mit Mattdrohung. Und das muss man erstmal abwehren mit Dame E2. Dann kommt Läufer B6. Das ist eine super interessante Variante. Das habe ich ziemlich lange analysiert. Aber Mastrovassilis spielt was anderes. Er spielt hier Springer F3. Er geht einfach zurück mit dem Springer und sagt, argumentiert, dass die Dame auf F6 ein bisschen früh entwickelt ist und angegriffen werden kann. Okay, es geht weiter mit Läufer B4 Schach. Auch so ein Zug, wo man denkt so, ist das gut? Sieht aus wie ein Patzerzug, aber unterstützt natürlich mit Engine, weiß man, dass dieses C3 provozieren hier ziemlich gut ist für Schwarz, weil jetzt der Springer das Feld C3 nicht hat. Läufer C5 zurück, Läufer E2, Entwicklung, D6, Rochade, A6. Das hier scheint ein neuer Zug zu sein in dieser Stellung. Da war auch Mastro, wie wir ihn alle abkürzen in Griechenland, überrascht. A6 ist gut, weil es den Rückzug nach A7 sofort öffnet. Die Hauptvariante geht hier weiter mit Springer GE7. Hier kommt B4, Läufer B6 und hier Springer D2. Man hat diese Springer C4 hier mit Angriff auf den Läufer. Das ist eine Feinheit. Ne? Und deswegen
besser A6 hier, dann kann der Läufer sofort zurück nach A7. So, nach fast 20 Minuten spielte Weiß hier trotzdem B4. Jetzt geht der Läufer nach A7 zurück. Und jetzt kommt ein ganz starker Zug von Weiß. Den muss man erstmal sacken lassen und überlegen, warum macht man das. König A1. Versucht mal herauszufinden, warum den Weiß gemacht hat. So für euch. Hat konkrete Gründe. Man würde gerne Läufer G5 spielen hier. Ne? Entwicklung. Dann kommt aber Dame G6. Und wenn man sich jetzt weiterentwickelt mit Springer D2, gibt es hier den Zug Läufer H3. Und wenn Weiß nimmt, gibt es hier H6. Ne? Und hier Angriff, ne? Fesselung. Das ist gut für Schwarz. Natürlich muss man hier nicht nehmen, aber man hat hier generell Probleme plötzlich. Deswegen König A1 zuerst, damit es diese Fesselungsgeschichten hier nicht gibt auf der G-Linie. Sehr deep, sehr tief. Springer G7, Läufer G5, Dame G6, Springer BD2, Rochade. Jetzt haben beide alle ihre Leichtfiguren ins Spiel, außer Schwarz den Läufer auf C8 noch nicht. Und ich finde, Weiß spielt das bisher hervorragend. Aber auch Schwarz. A4, sehr guter Zug, eröffnet die Idee B5 hier. Ne? F6, Läufer A4, König A8, ebenfalls. Schön prophylaktisch gedacht hier von Schwarz. Den König hier aus den ganzen Schachs nehmen, ne? Die immer wieder mal drohen können. Ab in die Ecke. Läufer G3 zurück. Der Läufer steht hier am Rand nicht so gut. Läufer G3. Dame F7, okay. Und Weiß hatte schon ordentlich viel Zeit verbraucht. Hier, ich kann mich erinnern an die Live-Übertragung. Das war ja am ersten Tag, da habe ich ja den Auftakt kommentiert auf Chess24, auf Twitch und YouTube. Und da spielt er jetzt, also B5 ist hier ein starker Zug. Springer E5, nicht nehmen auf, nicht bloß nicht nehmen auf B5, weil das hier die A-Linie für den Turm öffnet mit Fesselung. Springer E5, Springer D4 und dann F4 im nächsten. Macht einen sehr guten Eindruck hier für Weiß. Vor allem, das wäre so im Prinzip bis hierhin eine ziemlich perfekte Spielweise. Was spielt er stattdessen? Läufer C4. Greift die Dame an. Das ist aber ein bisschen lahm. Denn jetzt tauscht Schwarz hier den Läufer. Läufer E6. Und jetzt geht Weiß tatsächlich ins Endspiel über mit Dame B3. Ich vermute mal, das hatte praktische Gründe, weil er schon so viel Zeit verbraucht hatte. Er wollte nichts riskieren. Nimm. Und dann jetzt haben wir ein Endspiel. Das ist aber gar nichts für Weiß. Im Gegenteil. Schwarz findet hier einen sehr starken Zug, D5. ED5, Springer D5, greift den C3 an, deckt den C7. Ne? Hat natürlich dem Läufer hier die Diagonale geöffnet, aber der C3 ist halt sehr schwach. B5, Springer CE7, zurück, mit der Idee auch. Nimm A6. Hier sollte Weiß kleine Brötchen backen mit Turm C1, sich verteidigen. Aber er spielt Turm F1, greift den Springer an. Damit ist Springer schlicht C3 verhindert. Der Springer geht aber nach F5, greift den Läufer an. Turm E6 hier. Er sucht nach Gegenspiel. Ganz aktiv spielt er das. Hier gibt es einen sehr starken Zug mit Turm F8, den Turm abtauschen eventuell. Aber er nimmt raus auf C3. Läufer schlicht C7. Läufer F2. Wer will es ihm verdenken? Er hat einen Bauern gewonnen. Ich denke, die meisten von uns hätten so gespielt. Vor allem der Turm auf A8 deckt den A6. Und jetzt fragt man sich natürlich so, wo ist die Kompensation? Na, Läufer B6, ein kleiner Trick. Hier, greift den Läufer an. Man könnte hier nehmen eigentlich. Läufer B6, Springer B6 und hier Turm A, D8. Ne? Das geht alles. Allerdings Springer C4 und der Turm greift wieder den Bauern an und Weiß hat wahrscheinlich genug Gegenspiel. Also nehmen, nicht die beste Option. Bloberger findet den stärksten oder einen sehr starken Zug. Turm FC8 greift hier den Springer an. Gegen Angriff. Weiß will definitiv zu viel. Er möchte nicht jetzt so ein schlechtes Endspiel verteidigen. Er nimmt nicht auf F2 raus, wegen Turm C4 mit Angriff auf A4. Und Schwarz hat ja schon einen Bauern mehr. Er spielt hier Springer FD2, deckt den Springer. Aber das ist nicht gut. Jetzt hätte man einfach nehmen können auf C5. Hier auf B6. Läufer B6, Springer B6 und hier Turm E8 mit Gegenangriff. Turm AE1 habe ich noch analysiert. Nee, Turm C6 habe ich analysiert. Und jetzt Turm D8 hier, Turm AD8 mit Gegenangriff. Und Schwarz behält den Mehrbauern mit taktischen Tricks. Ne? Das heißt Tricks, mit taktisch auf Taktik beruhen. Ne? Er hätte es machen können, hätte nehmen können. Die Engine sagt sogar, Läufer C5 ist noch besser. Die Spannung aufrechterhalten, einfach hier entziehen. Der Turm deckt den Läufer ja und passiert nichts. Aber, leider aus österreichischer Sicht, spielte hier Bloberger Läufer D4. Und das ist ein dicker Fehler.
Denn das stellt im Prinzip die Partie ein. Findet ihr hier den besten Zug für Weiß? Der Läufer ist gedeckt vom Springer. Und wir wollen natürlich den Springer attackieren. Nee, aber nicht mit G4, denn dann gibt es Springer D5 hier mit Angriff auf den Turm. Das wäre nicht so gut. Läufer D4, Springer D4, Turm D6 hier und hier ist Turm D8. Und alles ist in Butter für Schwarz. Wir können den Springer aber auch anders angreifen natürlich, und zwar mit Turm F1. Ziemlich simpel eigentlich. Greift den Springer an und jetzt gibt es ein großes Problem. Schwarz kann nicht auf B6 nehmen, denn dann ist die Qualität mindestens weg, weil der Springer hier noch angegriffen ist. Ne? Also Turm E8 würde nichts bringen mehr als Verteidigung wegen Nehmen-Nehmen Turm F5. Schwarz probierte G6. Jetzt kommt aber natürlich G4. Läufer B6. Etwas zäher war hier Springer G7. Hier kommt Läufer D4, Springer E6. Und jetzt ganz wichtig, nicht Läufer schlicht F6 zuerst, sondern Läufer C3. Läufer F6 gibt es auch einen taktischen Trick am Ende, wenn der König hier steht mit Turm C4, Springer C4, Turm C8 und Angriff auf den beiden Figuren. Deswegen zuerst nehmen. Jetzt geht Turm schlicht C4 nicht. Wegen Läufer F6 Zwischenzug, wenn der Turm dahin kommt. Und das ist einfach besser für Weiß. Mit zwei Leichtfiguren gegen Turm. Aber noch nicht so klar gewonnen, ne? Hier kann Schwarz auf jeden Fall noch kämpfen. Aber der junge Österreicher verlor hier komplett die Übersicht. Er spielte Läufer schlicht B6, Springer B6 und jetzt verliert er hier Material. Springer D4, okay, er greift den Turm an. Aber es kommt Turm schlicht F6. E schlicht F6 und jetzt gewinnt er die Qualität hier mit Weiß. A5, Turm F7 und hier gab Schwarz schon auf. Ja, abruptes Ende. Ne? Da sieht man natürlich, hier sieht man natürlich einen Unterschied zwischen absoluten Top-Großmeistern, so im 2-7er-Bereich, Top 50 der Weltrangliste, und Großmeistern aus der zweiten und dritten Reihe, die dann natürlich auch mal so Fehler machen, die klassischen Partien. Ne? Und dann auch mal so einzügig mal was wegschmeißen. Das sieht man bei Carlsen und Co. natürlich extrem selten. Ne? Ich kann mich kaum erinnern, wenn wir es mal gesehen haben. Ne? Also da ist natürlich noch eine Gap, ne? Ein Riesenunterschied. So, dieses Match war trotzdem super spannend. Bloberger gewann die zweite klassische Partie. Und dann war im Tiebreak gleich vier Partien. Und das wurde erst danach ganz am Ende entschieden. Und mein Landsmann setzte sich letztendlich durch. Wir schauen mal auf den Turnierbaum. Jetzt, den wollte ich euch noch zeigen. Jetzt geht es richtig los beim Weltcup. Erste Runde war so ein bisschen zum Warmwerden. Und jetzt ist Magnus Carlsen am Start, Nakamura und Co. Carlsen spielt gegen Levan Panzolaya aus Georgien. Klarer Favorit natürlich, Magnus. Interessant ist, wenn Magnus gewinnt, dann könnte er gegen Arian Tadic spielen, auch aus Norwegen, die Runde danach. Aber was noch viel interessanter ist, schaut mal hier, Kaimer spielt erstmal gegen Daniel Darda. Und wenn er sich durchsetzt, zweimal allerdings, er muss danach auch nochmal gewinnen, dann spielt er im Achtelfinale gegen Magnus Carlsen. Das ist dann hier, ne, in dem Bereich, ist noch nicht aufgezeichnet hier. Wo sind die weiteren Deutschen? Blühbaum ist dabei, Donchenko, Rasmus Svane spielt gegen Ivan Saric. Rasmus, ja, leichter Underdog hier, aber nur ganz leicht. Ich denke, 50-50-Match. Wo sind die weiteren? Es sind so viele Partien, dass man hier die Deutschen kaum findet. Bum, bum, bum. Daniel Dubov ist dabei, Grischuk. Blühbaum gegen David Paravian. Ist er Favorit? Wen haben wir noch? Nepomniachtchi ist dabei, Caruana ist dabei natürlich. Es gibt drei Plätze fürs Kandidatenturnier, natürlich sind die alle dabei. Donchenko spielt gegen Bartel, Matthäus Bartel aus Polen, da ist Alexander leichter Favorit. Frederik Svane gegen Ivan Tscheparinov. Tscheparinov leichter Favorit. Ich gehe natürlich streng nach Zahlen, ne? Malen nach Zahlen, denke nach Zahlen, einschätzen nach Zahlen. Georg Mayer ist auch dabei, spielt aber für Uruguay. Mal den noch hier. Die Österreicher habe ich gerade gesehen. Dimitri Kollas gegen Ruslan Ponomariov. Nettes Duell. Und Daniel Friedmann gegen Nikita Vityugov. Ich glaube, jetzt habe ich sie alle. Niklas Duschenbeet gegen David Navarra. Underdog. Traut Tihuschi was zu gegen Navarra? Wird hart. Nakamura, ganz am Ende. Gegen wen spielt Nakamura? Gegen Venkataram. Mein Gott, Venkataraman Kartik, den Großmeister, den ich in Dortmund geschlagen habe. Das wiederhole ich immer wieder sehr gerne natürlich. Da ist Naka natürlich Favorit. Nakamura gerade Flitterwochen gehabt, ne? Lange Pause so ein bisschen, ein, zwei Wochen. So lange hat er wahrscheinlich in den letzten 3 Jahren keine Pause gemacht. Und jetzt mit seiner Angetrauten wahrscheinlich in Baku angekommen. Hat sogar den Titel Tuesday sausen lassen.
und spielt, muss jetzt aber Schach spielen. So, das war's für heute. Hinterlasst gerne einen Kommentar und denkt dran, morgen 13 Uhr oder Mittwoch 13 Uhr am 2. August einschalten. Chess24, entweder auf Twitch oder YouTube. Macht's gut, bis dann.